Die Fachzeitschrift Fußverbus Touristik Scherze trifft sich jetzt in Berlin auf einem sehr historischen Platz, im Olympischen Platz, mit Herrn Benedikt Esser, Vorstand vom RDA. Der RDA ist federführend und hat maßgeblich diese Busdemo jetzt auch in Berlin organisiert. Sie hatten jetzt die letzten Gespräche. Was gibt es Neues zu vermelden? Also es gibt jetzt das, was wir auch schon vermeldet haben. Wir sind enttäuscht von der Anhörung beim Wirtschaftsminister Altmaier. Wir hatten ein Format, wo viele Verbandsvertreter waren, vieler Branchen, die allesamt nicht so betroffen sind wie wir. Und für die das Konjunkturprogramm, aber auch das Überbrückungshilfeprogramm sicherlich ausreicht. Bei uns reicht es eben nicht aus. Wir brauchen ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben eine besondere Betroffenheit. Wir haben eine besondere Betroffenheit durch ein Berufsverbot, also durch einen hoheitlichen Akt. Und dieser besonderen Betroffenheit kann ich nicht nachkommen, dadurch, dass ich ein Überbrückungshilfeprogramm auf den Weg bringe, was auch für Branchen gilt, die eben diese besondere Betroffenheit nicht haben. Wir brauchen eine besondere Darstellung auch in diesem Programm. Und das bedeutet als Beispiel, Sie können die Überbrückungshilfen für kleine Unternehmen, 5, 10 Mitarbeiter, nicht reduzieren auf 3.000 oder 5.000 Euro im Monat. Das macht bei uns einmal zisch. Dafür haben wir zu viele Busse am Start, zu viel Flächen, zu viel Fixkosten. So kann man ein Busunternehmen nicht retten. Also wenn das Ziel ist, Busunternehmen zu retten, dann muss das anders sein. Wir fordern, die Höchstgrenzen müssen erstmal weg. Und zwar ersatzlos gestrichen werden. So. Dann ist das Zweite natürlich Bezugsdauer. Also das Bundeswirtschaftsministerium wollte bis Ende Dezember. Das ist dann in die Koalitionsverhandlung gegangen und dort wurde es reduziert auf August. Mit August kommen wir nicht weiter. Das ist zu knapp. Jeder, der den saisonalen Verlauf von Busreisen kennt, weiß, da haben wir September, Oktober und danach kommt wieder der gesamte Winter. In den müssen wir auch starten können, so dass wir aus dem Winter auch wieder rauskommen. Es macht überhaupt keinen Sinn, bis August jetzt gefördert zu werden mit diesen Summen und dann zum Schluss kommen wir irgendwann raus und sind dann im Januar nicht mehr zahlungsfähig. Das kann nicht das Ziel vom Gesetzgeber sein. Das bedeutet, wir brauchen eine Verlängerung bis mindestens Dezember für die Busreiseveranstalter. Das ist eine klare Forderung, die wir haben. Und weiterhin eine klare Forderung ist auch, dass die 50.000 Euro mit Blick auf die vielen Busse, die wir am Start haben, wir haben Unternehmen mit 10, 20, 30 Bussen in der Halle, die jetzt erst wieder anlaufen, die haben sich die Räder quadratisch gestanden und das alles nur, weil wir dem Verbot folgen mussten, weil wir Infektionsschutz betreiben für die Gesellschaft. Das hat ja keinen unternehmerischen Wunsch. Wir haben jetzt nicht den unternehmerischen Wunsch, uns Busse zu kaufen und dann wie ein Sammler in der Garage zu stellen, sondern wir wollen damit fahren, das wurde uns untersagt und das muss jetzt auch mal, dem muss Rechnung getragen werden. Das tut die Bundesregierung nicht, die erlässt einfach ein Verbot und sagt dann, guck mal, wie er klarkommt. So geht es nicht, dafür kämpfen wir hier genau an diesem Tag. Herr Esser, wir haben jetzt mit dem RDA auch eine deutliche Aussage mal und ich glaube, dass sehr, sehr viele Busunternehmer jetzt auch froh sind, dass sie jemanden haben, der das Ganze ein bisschen anführt, auch zielgerichtet hier in Berlin sein. Meinen Sie, ist es in der politischen Ebene oben auch bei Herrn Altmaier und allen zuständigen Personen angekommen, was jetzt da heute in Berlin ist mit über 700 Bussen? Ja, selbstverständlich ist das angekommen. Das weiß jeder, dass hier die Busse sind und im Rundfunk heißt es ständig, Achtung, Sternfahrt mit 1000 Bussen in Berlin. Also jeder, der jetzt im politischen Berlin ist, nehmen Sie heute die Ministerpräsidentenkonferenz in der Landesvertretung Bayern, die für uns essentiell ist, damit es endlich einheitliche bundesweite Regeln gibt für Reisebusreisen. Es kann ja unmöglich richtig sein, dass in Nordrhein-Westfalen gesagt wird, wir machen es so, die Hessen sagen, wir machen es so, Rheinland-Pfalz so. Gestern hat Bayern sich entschieden zu sagen, naja, wir brauchen eigentlich gar keine Abstände, Maske reicht. Das geht so nicht. Also Föderalismus gut und schön, aber in einer Krise hat der Bund die Aufgabe, zentral das zu organisieren und zu übernehmen und eine Leitfunktion auszuführen in dem Moment und zu sagen, da geht jetzt die Richtung lang. Das ist aufgegeben worden durch die Kanzlerin. Das geht so nicht. Wir können so nicht arbeiten. Wir können nicht auf der Autobahn, wenn wir die Landesgrenzen oder die Bundesländer passieren, die Bundeslandsgrenzen, dass wir sagen, oh stopp, jetzt müssen 10 raus oder es können 10 rein. So geht es nicht. Das muss neu nachgedacht werden. Da haben die heute Zeit für und das sollen sie machen. Da erwarte ich da auch ein Ergebnis. Herr Esser, das waren deutliche Worte. Wir freuen uns jetzt auch, dass Sie am 4. und 5. August in Köln den RDA-Workshop machen werden. Wir wissen, dass viele jetzt den RDA-Workshop auf dem Plan haben. Sie wollen dahin, Sie wollen kommunizieren, weil Sie die einzige große Busmesse in Europa sein werden in diesem Jahr. Sind Sie da schon voll? Wie ist der Stand? Also zum Stand kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir auch viele noch haben, die in der Warteschleife sind. Wir wissen, dass etliche mehrere Stände wollen, auch für die Version 4 Tage. Wir haben erstmal gesagt, wir wollen 2 Tage machen. Wir haben aber vielleicht 100 Stände aufgrund von Corona, die mit 2 Personen dann eben entsprechend belegt werden dürfen. Das heißt, wir haben 2 Ausstellerpersonen pro 15 Quadratmeter.
Quadratmeter, die treffen dann an zwei Tischen jeweils auf zwei Einkäufer. So, und das müssen Sie alles so planen. Das muss dann auch durch den Krisenstab in Köln. Es werden die erste Veranstaltung sein in der Kölner Messe überhaupt. Ich habe einfach gesagt, es kann jetzt nicht sein, dass wir hier immer zuwarten, dass wir immer nur gucken, was passiert. Ich will jetzt nicht reagieren, ich will agieren. Wir machen diese Messeveranstaltung jetzt, in welchem Format auch immer sie nachher stattfinden wird, in der 2- oder in der 4-Tage-Version. Meine große Sorge ist, dass wir zum Schluss möglicherweise durch eine Reduzierung der Standflächen nicht alle Standflächen dann anbieten können, wie wir es gerne wollen, dass ich einigen Ausstellern, die jahrelang beim RDA waren, sagen muss, ihr seid leider zu spät mit der Anmeldung, wir schaffen das nicht mehr. Okay. Das soll nicht passieren und dafür kämpfen wir, aber ich kann es nicht mehr ausschließen. Okay. Das ist ein klares Wort zum Abschluss und bedanke mich und wünsche euch viel Erfolg. Danke. Es werden viele Busse sein am Brandenburger Tor, ja. Es wird laut sein, ja. Und wir wünschen auch für den RDA-Workshop viel Erfolg, weil wir brauchen diesen Workshop. Danke. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke. Danke.